Hallo und herzlich willkommen zu unseren Produktvideos. Heute geht es um das Thema, wie befestige ich einen Radstoßdämpfer an meiner Achsschwinge. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier einmal eine Achse von der Firma Alcocoba auf dem Tisch. Die ist insofern schon dafür vorbereitet für die Aufnahme von Achsstoßdämpfern. Hier haben wir solch einen Plastikstopfen, der entfernt wird. Dann werden diese Halterlaschen nur eingesteckt. Das zeige ich dann im späteren Teil dieses Videos. Wenn Sie keine Alco-Achse haben oder eine Alco-Achse älteren Baujahres, wo diese Vorbereitung noch nicht vorhanden ist, dann benötigen Sie so eine Anschweißlasche zum nachträglichen Anschweißen an die Achsschwinge. Wird dann so in etwa dann angeschweißt. Aber wir machen jetzt weiter mit dieser Alco-Achse und ich zeige, wie diese Stecklappen befestigt werden. Dazu entfernen wir erst einmal diesen schwarzen Plastikstopfen. Den Abdeckstopfen hebeln Sie einfach mit einem Schraubendreher heraus und schon haben Sie die rechteckige Öffnung für die späteren Stecklappen freigelegt. Kommen wir nun auch schon zur Montage der beiden Schellenhälften. Alco verkauft diesen Radstoßdämpferhalter immer als Set, zweiteilig bestehend aus diesen beiden gegenüberliegenden Schellenhälften. Lassen Sie sich von den Nummern, die hier aufgedruckt sind, 58-2509 und 58-2510, nicht täuschen. Das ist nicht die Bestellnummer. Sie bekommen diese Schellenhälften nicht einzeln, sondern nur so als Set. Und die Bestellnummer für das Set, die blende ich unten in den Kommentaren mit ein. Wie wir sehen, haben wir hier solche Wölbungen, die kommen nachher gleich hier rein. Die Montage ist komplett werkzeugfrei und ohne Schweißen möglich. Achten Sie beim Einstecken nur auf diesen Pfeil nach vorn, der zeigt die Fahrtrichtung in Fahrtrichtung nach vorn an, ob Sie den Stoßdämpferhalter so rum oder so rum einsetzen müssen. Das zeigt dieser Pfeil an. In Fahrtrichtung vorn wäre bei uns in diese Richtung. Und jetzt können wir diese Schellenhälften einfach so eindrehen in diesen Rechteckschlitz der Achse. Und im nächsten Schritt befestigen wir dann den Radstoßdämpfer. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, den Radstoßdämpfer zu befestigen. Dazu stecken wir den Radstoßdämpfer an der Unterseite, also mit der Radstoßdämpfer-Unterseite durch die beiden Halblaschen hindurch. Setzen die Mutter an, nehmen Werkzeug zur Hand, verschrauben das ordentlich, damit geht diese Lücke weg und die beiden Halbschalen krallen sich richtig dann in die Achsschwinge hinein, sodass hier nichts mehr rausrutschen oder verrutschen kann und schon ist die Montage des Radstoßdämpfers abgeschlossen. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch bitte auch unsere anderen Produktvideos. Bis dahin! Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist nur noch den Radstoßdämpfer zu montieren. Dazu stecken wir die Schraube durch beide Halbschalen durch, Halblaschen montieren.